Schauen wir uns einmal an, wie Menschen und Roboter zukünftig an Arbeitsplätzen zusammenarbeiten werden. Denn das Ziel der Mensch-Roboter-Kollaboration ist es, die Stärken des Menschen, Geschicklichkeit, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit mit den Stärken des Roboters, Kraft und Ausdauer zu verbinden und so Prozesse zu gestalten, die gleichzeitig flexibel und produktiv sind. Hierbei können unterschiedliche Stufen der Zusammenarbeit unterschieden werden. Diese werden im Folgenden anhand der Transformatorenmontage veranschaulicht. Bei der Koexistenz arbeiten Mensch und Roboter in getrennten Bereichen und können so schneller und sicherer für den Menschen agieren. Der Roboter reicht die Bleche wechselseitig an und zählt diese gleichzeitig ab, sodass der Schachtelprozess für den Menschen vereinfacht wird. Bei der Mensch-Roboter-Kooperation arbeiten Mensch und Roboter nicht gleichzeitig am selben Bauteil, sondern nacheinander. Das heißt, wir können zum Beispiel den Roboter dem Menschen Bauteile anreichen lassen, die der Mensch nachher weiter bearbeitet. Hierbei arbeiten Mensch und Roboter zumindest zeitweise in einem sich überschneidenden gemeinsamen Arbeitsraum. Durch die Roboterunterstützung müssen die Spulen nicht mehr wie bisher vom Werker auf den Arbeitsplatz gehievt werden, sondern der Roboter reicht ihm die ca. 10 Kilo schweren Spulen an. Auch bei der höchsten Stufe der Zusammenarbeit, der Kollaboration, teilen sich beide den Arbeitsraum. Bei der Kollaboration arbeiten Mensch und Roboter Hand in Hand und zur selben Zeit am selben Bauteil. So können beispielsweise Bauteile direkt in die Hand gegeben werden. Mit demselben Greifer können auch weitere Einzelteile des Transformators wie Kopf oder Fußwinkel angereicht werden. Wie man sieht, verfügen kollaborative Roboter über interne Sensorik, die Kollisionen erkennen, den Roboter stoppen und so Gefährdungen für den Menschen ausschließen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Roboter aus dem Käfig herausgeholt und ohne Schutzzäune direkt neben dem Menschen arbeiten können. Doch ein kollaborativer Roboter allein ist nicht ausreichend. Auch Greifer, Bauteil und Arbeitsprozess müssen den Anforderungen für einen kollaborativen Betrieb genügen und dürfen keine Gefahr für den Menschen darstellen. Wenn auch Sie noch überwiegend manuelle Produktions- und Logistikprozesse haben, lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie Ihre Mitarbeiter durch Roboter geeignet unterstützt und entlastet werden können.